Das Baby war ja jetzt hier. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Naja, das ist... Hey, ich hätte ihn noch genommen! Das hat nicht funktioniert. Ich brauche einen neuen Lolli. Was willst du? Hast du noch einen? Das Baby mag den Lutscher nicht. Dann versuche, etwas Milch aufzutreiben. Und jetzt lass mich schlafen. Ja, nee. Ich glaube, ich habe sie genug gelangweilt. Och, komm. Also mal Milch, ja? Ja, dann... Ja. Oh. Da liegt er ja. Was denn in der Hölle? Dann würde ich mal sagen, sollten wir mal auf zu Max Sumpfling. Weil der hatte der ja auch zwei Kinder, ne? Vielleicht kriegen wir da ja Milch her. Ansonsten vielleicht bei den Bären. Und weil die ja eigentlich nur Brei haben. Nur für kurze Zeit, hier bei Max Sumpfling erhältlich. So, es ist wieder Zeit für Sumpfman. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Sumpfman! Alles klar, Bill. Jo. So. Ja, ach, guck mal da. Die sind so süß. Hallo, Freund. Hi. Ja. Wem gehören denn diese kleinen Viecher in der Ecke? Geh und spiele mit Kindern, wenn du mögen. Ich so stolz bin auf sie. Was hast du seit dem letzten Spiel so gemacht? Langes Geschichte. Macht nichts, ich habe Zeit. Okidoki. Alles begann, als Sumpfling wurde gefangen von Zirkus. Sie mich sperrten im Zelt hinter Gitter. Leute kamen und über mich lachten. Sie mich nannten scheußlich und hässlich. Ich so viel hasste, dass ich davonlief. Auf Weg, ich traf wunderschöne Sumpfeline. Wir hier kamen und ich machten Sumpfessen, um zu verdienen Geld. Sumpfessen wurde großes Hit hier. Dann Menschen kamen und änderten Rezept. Großvater Sumpfling sich im Grabe drehen, wenn er wüsste. Und hier jetzt Sumpfling ist. Ich nicht mehr kochen, nur noch Papierkram erledigen. Ich und ganzes Familie leben hier. Und ich dachte, mein Leben wäre öde. Ich jetzt arbeiten. Du dich gerne können umsehen. Du können spielen mit Kindern, wenn du möchtest. Ja. Hier, bitte. Ein Lolli für euch. Ja, bitteschön. Okay. Hat euch eure Mami nicht verboten, Süßigkeiten von Fremden anzunehmen? Ja, das stimmt schon. Gut, dann haben wir jetzt die Milch. Dann können wir wieder zum Schloss zurück. Und können damit das Baby beruhigen. Und dann haben wir ja eigentlich unsere Tagesaufgabe beim König erledigt. Und ja, mal schauen. Können dann vielleicht an dem vorbei da die Treppe runter, wo es wahrscheinlich zur Schatzkammer dann geht. Mal schauen. Schloss.
Frag mich, wozu wir noch den Taucheranzug brauchen. Dumm ist es. Dann zieh Leine. Stirb langsam, du Bastard. Aha. Dann schauen wir mal. So, hier. Ich hab deine Milch. Ja. Ah, siehst du mal, da ist er zufrieden. Oh, jetzt schläft es. Okay, dann lassen wir es besser. Na gut. Dann können wir jetzt zum König. Dann haben wir unsere Aufgabe erledigt. Und dann müssen wir jetzt für den Rest des Tages frei haben. König, hallo. Yeah. Hallo. Ich glaube, ich habe ihn heute genug gelangweilt. Ach so, na gut, dann. Oh. Sieht wie ein magisches Pentagramm aus. Sieht wie eine Falle aus. Du kommst hier nicht durch, Mann. Das ist Sperrgebiet hier. Hey, warte mal, ja. Du bist das? Müsste ich euch von irgendwoher kennen? Natürlich. Spiel nicht den Ahnungslosen, Kleiner. Du trägst die Schuld an den letzten 3 Jahren unseres Lebens. Wartet mal gerade. Nicht jeder hat das letzte Spiel gekauft, wisst ihr? Doch. Falls du es noch nicht weißt, dies sind die beiden Dämonen aus dem letzten Spiel. Mhm. Ich habe ihnen damals einen Gefallen getan, indem ich sie zurück in die Hölle geschickt habe. Ja. Nun, nach ihrer unfreundlichen Begrüßung zu urteilen, ist dabei wohl irgendetwas nicht ganz planmäßig verlaufen. Ihr könnt fortfahren. Nicht ganz planmäßig ist eigentlich eine glatte Untertreibung. Untertreibung, ja. Warum? Entschuldigung, aber ich muss in die Schatzkammer. Wird das wieder so eine Endlos-Diskussion? Glaub ja nicht, dass du so einfach davonkommst. Wir Dämonen glauben nämlich eigentlich an Rache. Rache, ja. Wie wär's mit Vergeben und Vergessen? Du musst das von nun unserem Standpunkt aus sehen. Wir haben 3 Jahre lang in dieser viertklassigen Stadt verbracht. Oh. Wir mussten eigentlich jede Arbeit annehmen, die wir angeboten bekamen. Ja gut, komm, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, oder? Wir sollten sie eigentlich in die Hölle schicken. Welche Art von Arbeit? Bis vor ein paar Monaten waren wir noch die sonnenverbrannten Clowns. Clowns, boah, ey. Wir haben Kindergeburtstage geschmissen und so ein Zeug. Klingt ja aufregend. Sich Eiscreme über die Hose zu schütten und mit einer Pappnase herumzulaufen? Pappnase, boah, ey. Boah, ey. Das ist nicht sehr dämonenhaft, ne? Wir waren eigentlich das Gespött unserer ganzen Zunft. Und du allein trägst die Schuld daran. Ja, also... Wofür brauchen Dämonen Geld? Auch wir müssen manchmal etwas essen. Zusätzlich brauchen wir eigentlich Geld für unsere Kippen. Darum mussten wir, weißt du, arbeiten. Arbeiten, ja. Wer stellt 2 Verlierer wie euch ein? Der König zum Beispiel. Wir sind die königlichen Rausschmeißer. Rausschmeißer? Boah, ey. Eigentlich wird es jetzt auch Zeit, dich, du weißt schon, rauszuschmeißen. Rausschmeißen? Ja, ey. Oh, das könnte wehtun. Ja. Oh. Ups. Autsch. Oh, mache ihr nicht so einen Lärm. Ja, echt mal, mach nicht so einen Lärm hier. Armer Sim.
So, aber was ist, wenn wir jetzt unseren Sumpfshake nehmen? Hier. Mein Sumpfshake Spezial. Da ist eine Warnung an der Seite angebracht. Sumpfshake verwandelt sich bei Kontakt mit Luft in eine feste Masse. Mhm. Bist du so eine Art Masochist, Kleiner? Ach ja. Ja. Ja, das wird nicht besser. Oh. Wie die Fliegen. Ich komme immer noch nicht an ihnen vorbei. Trotzdem war es sehr befriedigend. Oh, schade. Ich komme immer noch nicht an ihnen Na vorbei. Na gut, dann müssen wir noch irgendwas machen. Aber schon mal gut, dass wir die da so jetzt eingesponnen haben. Dann können die schon mal nicht mehr uns die Treppe runterschmeißen. Nimm den! Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass er jetzt so richtig schön amok läuft, aber... Für meinen Stahlschurke! Hm. Naja, vielleicht kommt das noch. Zum Marktplatz. So, dann müssen wir nochmal zum Exumpfling. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich noch einen Ballon haben? Was ist mit dem letzten passiert? Er ist davongeflogen. Na gut, alles klar. Das ist aber auch immer... Ich kann mir die einfach... Ich habe einfach so richtig fettige Finger. Der flutscht mir einfach immer weg, der Ballon. Ich weiß auch nicht. So, und das Ganze nochmal. Weil, wie wir alle wissen, alle guten Dinge sind drei. So, pass mal auf, du. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich noch einen Ballon haben? Noch einen. Komm schon, sei ja, ein komm, Freund. Du hast so viele. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger. Natürlich. Damit. Beim Exumpfling können die Kleinen auch ihre Geburtstagsparty feiern. Oh, das ist aber schön. So. Und ab dafür. So, jetzt versuchen wir einfach mal von oben reinzukommen, also in die Schatzkammer. Hm, schöne Aussicht. Aber die Schafe sind ein bisschen groß, ne? Oh, da treibt eins ab. Nein. Ah, sehr schön. Kiste, Sarkophag.